Herzlich willkommen zu einem Shop. Wie du es oben rechts schon sehen könnt, wurde der Countdown jetzt auch aktualisiert. Ich hatte ja gestern schon im Nachmittagsvideo angekündigt, dass die Season um eine Woche verlängert wurde. Ursprünglich sollte sie ja bis zum 4. Juni gehen. Jetzt geht sie bis zum 11. Juni und dadurch wurde das Live-Event natürlich auch um eine Woche nach hinten verschoben. Das heißt nicht mehr am 30. Mai, sondern am 6. Juni um 20 Uhr natürlich immer noch. Auf jeden Fall wurde das jetzt auch in der Lobby aktualisiert. Falls ihr genauere Sachen dazu wissen wollt, habe ich wie gesagt gestern schon ein Video zu gemacht. Wenn ihr natürlich generell hier keine Videos mehr auf dem Kanal verpasst wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt den Itemshop an. Und dort haben wir heute das Psycho-Paket wieder zurück. Und das ist ja hier der Skin aus Borderlands und das Ganze liegt glaube ich daran, dass wir gestern tatsächlich auch Borderlands den zweiten Teil kostenlos im Epic Games Store bekommen haben mit irgendeinem Paket, also ordentlich Sachen sind tatsächlich dabei. Für 60 Euro würde es immer normalerweise kosten, jetzt können wir es kostenlos bekommen und deshalb ist das jetzt wahrscheinlich auch wieder in Fortnite drin. Allerdings würde ich sagen, beginnen wir erstmal ganz links und dort haben wir glaube ich auch einen seltenen Skin, nämlich den Venturion Skin und ich glaube der war seit 450 Tagen oder so nicht im Shop, auf jeden Fall seit deutlich mehr als einem Jahr glaube ich. Dann natürlich auch noch die weibliche Version Ventura, auch sehr, sehr lange nicht mehr im Shop gewesen, wahrscheinlich immer genau die gleiche Zeit. Und dann noch die Aerodynamik Spitzhacke, habe ich schon wirklich extrem lange nicht mehr gesehen. Zu den Zeiten, wo der Skin das letzte Mal drin war, habe ich auch noch kein Shop-Video gemacht. So lange ist es, glaube ich, schon her. Dann haben wir als nächstes hier den dunklen Sino-Kommando-Skin. Dort einmal die Standard- und die violette Variante. Dann als nächstes den dunklen Rex-Skin in der Standard- und hier auch wieder in der violetten Variante. Dann noch die dunklen Dino-Knochen dazu. Und dann haben wir als nächstes natürlich noch den Dämonika-Skin. Dazu dann die glühende Glyphe als Lackierung. Dann noch den Schwefeltyrann-Skin. Dann die brennende Bestie dazu. Und noch die glühend heißen Klingen. Als nächstes haben wir dann noch den Rennfieber-Skin. Dort haben wir auch einmal zwei verschiedene Stile. Einmal den Stil mit Helm und dann noch den Stil ohne Helm. Als nächstes dann noch den Flattervieh-Gleiter. Dann haben wir noch den mutige Haltung-Emote. Bei dem Skin sehen auch alle Emotes einfach verbuggt aus, weil immer das Bein durch den Rock geht. Ich frage mich, ob die das irgendwann auch mal fixen. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes den Pfadfinderin-Skin, dann noch die Drachenaxt, dann den Fingerwedel-Emote. Und wie gesagt, als letztes dann noch hier das Psycho-Paket mit dem Borderlands-Skin. Und dazu dann noch dem Claptrap als Backpack. Ich glaube, der spricht auch zwischendurch. Also ist eben halt original aus Borderlands einfach ein Skin übernommen. Und dann gibt es noch die Psycho-Bass-Echse dazu. Und Manisches Lachen wird lauter. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, warum das da steht. Ich glaube allerdings, dass das irgendwie nicht reaktiv ist oder so, sonst würde es ja auch dabei stehen. Auf jeden Fall soweit zu den ganzen Items. Ich glaube, das Psycho-Paket konnte man ja auch so bekommen, wenn man sich Borderlands 3 gekauft hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich noch aktuell ist, aber ich glaube tatsächlich, dass man das immer noch bekommen kann. Weiß ja allerdings, wie gesagt, nicht ganz genau. Auf jeden Fall war das, wie gesagt, mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.